Ich bin Dennis. Das ist Divya. Hallo. Ich bin Dana. Wer bist du? Dalina. Ich bin Delani. Ich bin Dion. Und zusammen sind wir Team Dietmeier. Ich grüße euch zu unserem ersten YouTube-Video. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das gefilmt habe. Das war unser Sommerurlaub in der Türkei mit der ganzen Familie. Es hat jetzt ein bisschen gedauert beim ersten Mal, bis ich das alles so hatte, wie ich es wollte. Ich verspreche euch und versuche, dass die nächsten Videos hier bei YouTube nicht so lange dauern. Aber bei uns ist, wie ihr seht, immer viel los. Ich habe mit der Kamera schon so viel gefilmt, was ich euch unbedingt zeigen will. Aber ja, es muss halt alles erstmal verarbeitet werden. Ich verspreche euch, es gibt hier immer wieder neue Dinge, auch ein bisschen mehr als bei Instagram. Da gehen ja immer nur so kurze Videos und ja. Ich verspreche euch, hier bei YouTube gibt es ganz viele Insights aus unserer Familie Dietmeier. Also abonniert meinen YouTube-Kanal. Nein, die Film! Die Film! Die Film! Die Film! Die Film! Die Film! Wir sind schon das fünfte oder sechste Mal hier in diesem Hotel, weil es wirklich einfach so schön ist. Und ja, wir überlegen jedes Jahr, fliegen wir wieder hier hin oder machen wir was anderes. Aber hier wissen wir einfach, dass es für alle schön ist. Es ist jetzt nicht so ein reines Kinderhotel, wo wir hinten anstehen, sondern es ist trotzdem super, auch für Erwachsene, die Shows, das Essen ist super lecker. Aber auch für die Kinder ist ein riesen Kinderclub, Kinderpool, Kinderbuffet sogar. Also es ist wirklich für alle ein richtiger Urlaub dann, finde ich, wenn alle glücklich sind, wenn die Kinder nicht gelangweilt sind. Hier ist jeden Tag was anderes los, hier sind viele Kinder, aber auch ja, wir Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Was ja immer wichtig ist, finde ich, dass auch wir mal Urlaub haben. Ich meine, mehr Entspannung als hier in so einem Häuschen geht ja nicht. Und ich stehe nicht so auf Strand, deswegen finde ich es auch super, dass hier erst Rasen ist und dann Strand. Aber ja, ich will euch jetzt auch nicht noch neidisch machen, weil auch für mich ist hier morgen vorbei. Aber es ist einfach ein Traum. Jetzt geht's los. Mama macht jetzt zum zweiten Mal.
mal auf dem Bett. Die hat gerade bei 31 Grad im Urlaub hat sie gerade einmal Trampolin gemacht im Wasser. Und jetzt macht sie so das da. Ich wollte euch einmal unser Zimmer zeigen, in dem wir die letzten 2 Wochen gehaust haben. Es ist der letzte Tag für uns heute und dann geht's zurück ins wahre Leben. Dennis muss direkt wieder zum Training. Für die Kinder ist wieder Schule und Kindergarten. Und mir steht Koffer und Kisten packen bevor, wenn ich denke, was ich alles in unserem Haus für Kisten zusammenpacken werde für den Auszug. Da graut es mir vor. Aber ja, wenn ich in Urlaub fahre, packe ich auch immer mehr ein, als ich brauche. Aber das geht, glaube ich, den meisten Frauen so, vielleicht auch einigen Männern. Aber man weiß ja nie, was kommt. Deswegen lieber zu viel als zu wenig. Also das Zimmer ist wirklich schön. Hier stehen meine 2, 3 Schuhe. Ja, hier haben wir alle geschlafen. Die erste Woche war Julia, unser ehemaliges Kindermädchen und mittlerweile gute Freundin von uns mit hier, weil wir sie lange nicht gesehen haben. Die Kinder haben sich sehr gefreut. Jetzt ist Oma da die zweite Woche, weil ja auch die mal Urlaub mit uns machen möchte. Es ist immer schön, diese Familienzeit, aber natürlich geht die immer viel zu schnell vorbei. Wie gesagt, ab nächste Woche ist der Ernst des Lebens wieder da. Aber jetzt ist der letzte Tag. Ich gehe jetzt wieder an den Strand. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sind schon unterwegs. Wir sind eine Stunde. Und mehr. Oh Mann, der arme Dion, der muss mit Papa mitfahren. Fahren ja viel zu schnell. Thank you.
cool. Dennis hat einen Laufplan mit vom Verein und muss mindestens eine halbe Stunde am Tag laufen. Heute sogar eine Stunde. Viel Spaß.